In diesem kleinen Demo-Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie in Excel 2016 eine Prozentrechnung durchführen können. Folgendes Beispiel. Ich habe eine Tabelle und diese Tabelle beinhaltet beispielsweise monetäre Werte und ich möchte zu der Gesamtsumme dieser monetären Werte jeweils in der Kategorie, also hier in einem Schnittpunkt zwischen Spalte und Zeile, den prozentualen Anteil berechnen. Wie mache ich das? Zuerst muss ich meine Originaltabelle vorbereiten und erstmal die Summen berechnen. Das geht in Excel relativ einfach, indem ich die Ergebniszeile markiere und dann im Startmenü, im Menüband das Zeichen für Autosumme auswähle und einmal mit der linken Maustaste darauf klicke. Nun habe ich für jede Spalte jeweils die Summe berechnet. Ich brauche die Gesamtsumme. Nun markiere ich hinter der Berechnung, die ich gerade durchgeführt habe, ein weiteres Ergebnisfeld und betätige abermals das Summenzeichen. Nun wurde die Gesamtsumme für die Tabelle berechnet. Diese hebe ich nun farblich besonders hervor, damit ich mich dann später beim Erstellen meiner Formel etwas leichter tue. Im nächsten Schritt markiere ich ein Ergebnisfeld, wo ich den prozentualen Anteil berechnen möchte. Dazu muss ich nun eine Formel entwickeln, die leite ich in Excel immer mit einem ist gleich ein. Dann beinhaltet die Formel einmal den Wert meiner Kategorie zwischen Kleidung und Verkaufskanal online und ich teile diesen Wert nun durch die Gesamtsumme. Also ist gleich B2 geteilt durch F6. Nun setze ich diesen Wert noch absolut, indem ich Dollarzeichen vor den Spaltenindex und Dollarzeichen vor den Zeilenindex schreibe. Ich habe nun diesen Prozentwert berechnet. Ich stelle die Formatierung in diesem Fall tatsächlich noch auf Prozentformat um. Das kann ich auch im Startmenü in der Kategorie Zahl machen, wähle da das Prozentzeichen und kann hier noch die Dezimalstellen verschieben, also in dem Fall hinzufügen, auf beispielsweise 3 Dezimalstellen hinter dem Komma. Nun kopiere ich diese Formel mit der automatischen Vervollständigung in Excel einmal für die Kategorie Kleidung und mache das Ganze jeweils noch für alle Kategorien. Nun habe ich jeweils den prozentualen Anteil für die einzelnen Rubriken berechnet.